Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Erstmal alles überprüfen. Stimmt alles? Ich bin im Bild. Ich spiele das richtige Spiel. Der Seed ist aktiviert. Ich vergesse es ja in letzter Zeit ziemlich oft. Alles klar, Freunde. Wir legen jetzt los mit Isaac. Machen weiter. Ups. Erstmal einen kleinen Windows-Fehler-Sound. Der ist immerhin beruhigender als die von anderen. Also von Windows 8. Ab Windows 8, ne? Das ist so ein schönes Blim. Da machst du gerne Fehler, weißt du? Ich suche ganz halt irgendwelche Fehler, die ich machen kann, damit ich diesen Sound höre, der mich sehr beruhigt. Was haben wir hier? Wir haben Anti-Gravity-Tiers. Oh, Junge. Okay, wir haben eine gute Fire-Rate, das ist schon mal sehr gut. Und wir haben How-to-Jump. Eines meiner Lieblings-Items auf jeden Fall, How-to-Jump. Man kann damit echt gut ausweichen, man kann damit Sachen erreichen. Also, hey. Ich würde sagen, How-to-Jump sollte man nicht unterschätzen, habt ihr gehört? Nicht unterschätzen. Macht einfach das Gegenteil von dem, was ich sage, dann seid ihr besser dran. Alles klar, her damit. Seht ihr, man kann jetzt hier einfach so hin. Zack, 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 zack. Und schon habe ich ein paar Schlüssel, ein paar Münzen und ein paar Bömmchen und habe ausgesorgt für den Rest meines Lebens, glaube ich. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Man kann auch super ausweichen übrigens. Was ich auch richtig dürfte finde. Man kann einfach in die Gegner zum Beispiel reinspringen, wenn sie auf dich zurasen und dann so ausweichen. Das demonstriere ich jetzt im Notfall. Aber das geht tatsächlich. So, kommt her, Anti-Gravity-Tiers. Wenn wir jetzt eine Brimstone finden, wäre es auch schon ziemlich cool. Anti-Gravity-Tiers und Brimstone. Irgendwie finde ich das Spiel ein bisschen zu hell bei mir. Ich mache mal den Gamma runter auf 125. Uppa! Aber nicht zu dunkel. 100, also das Standard-Gedöns ist irgendwie ein bisschen zu dunkel, finde ich. Da kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Es ist Duke of Flies. Hi, du kannst jetzt reinfliegen, genau wie Pac-Man. In meine Sachen, wenn ich deine Fliegen da reinfliegen. Würdest du jetzt bitte? Komm rein hier. Komm rein hier. Du musst da rein. Jawoll! Das ist gut. Okay, warte mal. Kannst du bitte einen Moment, den Itemraum dürfen wir auch nicht vergessen. Der fehlt noch. Ja, 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 ja. Ey, wir machen gut Damage, das gefällt mir, Mann. Okay, und wir haben auch die Schnauze bekommen, weil ich da ein bisschen... Ich habe alles vergessen. Ich habe alles vergessen, meinen sämtlichen Schmerz. Es ist so, als hätte ich jetzt Eiscreme gegessen. So. Magic Mushroom. Mmh. I like Magic Mushrooms. Oh nein, dein Ernst? Wie cool ist das denn? Capricorn. Oh, dieser Run wird was Besonderes, habe ich das Gefühl. Oder er wird mittendrin ziemlich scheiße. Irgendwie sowas. Nee, in den Shop gehe ich noch nicht rein. Wobei, vielleicht ist da was Cooles drin. Wie zum Beispiel, ach, guck mal, nichts. So viel cooles Zeug. Naja, jetzt können wir wenigstens mit 5 Münzen einen Extra-Raum spawnen. Das ist mega gut. Komm schon. Komm schon, Curse of the Maze. Mach keinen Schissel, Dizzle. Nice. Ja, das sind 3 wundervolle Start-Items. Start-Items und, Bebe, was hast du noch für mich? So, komm her. Verwandeln wir Bomberman in Pac-Man. Auf Wiedersehen. Nee, das will ich eher nicht. Ich bleib bei meinem How-to-Jump-Buch. Da habe ich mehr Gefühle für als für dieses andere Space-Item. Hey, das kann aber ab und zu auch das Leben retten, wenn es zum Beispiel irgendwie... oh, da ist einer, der explodiert. Den müssen wir töten. Wenn zum Beispiel du einen blauen Stein hast, aber keine Bomben, dann kannst du das einsetzen für einmal. So eine Einwegbombe ist das. Ja, 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 ja. Das rein hier. Das ist unser extra Raum mit... Immerhin haben wir jetzt 15 Münzen. Das ist doof. Das ist mehr als doof, Mann. Okay. Heute werde ich mich übrigens mit Sky treffen. Vielleicht Sky Beats. Sagt euch das noch was? Der hat unter anderem mein Auto gemacht, dieses... Kennt ihr das? Ich kann es nicht nachsingen. Habe ich ab und zu verwendet bei Five Nights at Freddy's und so. Ziemlich geil. Der lebt das Studentenleben, hat jetzt Semesterferien und will sein Studententicket ausnutzen. Und deswegen will er hier mal ein bisschen rumrasen. Deswegen werden wir ihn dann treffen. Ich werde in Bremen sein. Vielleicht sehe ich einige von euch. Ich bin sehr gespannt. Ich war lange nicht mehr in der Stadt. Und man wächst ja. Die Bekanntheit wächst ja. Momentan, also bei mir. Es kann auch schrumpfen, wenn ich total scheiße mache, was ich aber nicht hoffe. Aber die wächst ja und so werden ja immer mehr Leute aufmerksam und immer mehr Leute sehen es und ich bin gespannt. Ne? Hier, wo ich jetzt wohne, habe ich schon letztens jemanden getroffen, der hat dann, hey, Holly, Holly geschrien, als er aus der Schule kam und so. Das ist schon... Also, man wird schon ziemlich oft erkannt und deswegen will ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man zum Beispiel tatsächlich, ja, Unge ist oder PewDiePie. Der PewDiePie kann ja nur in Tokio jetzt und so Urlaub machen, weil da kennt ihn keiner. Halbwegs. Vielleicht doch. So. Komm her. Was ich ja nicht schlimm finde. Hey, ich treffe euch gerne. So, weg damit.
Und wir haben hier ein HP-Upgrade, welches ich erstmal nicht mitnehme. Ach, komm schon wieder. Ja, dann gib mir wenigstens Kohle, dann bin ich einverstanden. Wenn du mir Kohle gibst, bin ich einverstanden. Leider nicht. Das ist so blöd, dass man direkt weiß, hast verkackt, keine Kohle mehr. Gut, weißt du was? Dann kannst du mich mal anschalten. Nein, echt am Arsch lecken. Und wir gehen jetzt mal direkt hier rein. Ein Guppy-Item. Werden wir etwa schon wieder Guppy? Diesmal aber keine 6er-Wölfe-Räume, die alles zerstören. Okay, das ist jetzt ziemlich crazy. Okay, das ist jetzt noch bitterer, Mann. Was ist denn hier los? Wie viele rote Kisten willst du mir noch geben? Wie wär's mit roten Kisten, die was Gutes haben? Ja. Danke. Danke für nichts. Ach, Mann. Dagbam. Hauptsache, du bist da. Das reicht mir schon. Dagbam, lieber Mann. Dagbam for house oder so. Was? Before house, meinte ich. Was? So, komm her. Weg damit. Weg damit. Ich hätte jetzt gerne das Sternzeichen Fische. Also, Pisse. Pischkiss. Demon's Tale nehmen wir mal mit. Haben wir mehr Chancen auf schwarze Herzchen und sowas. Also die Herzchen, die spawnen, die sollen irgendwie schwarze Herzchen werden, ne? Aber die spawnen dafür weniger. Finde ich jetzt irgendwie... Ich habe mich immer noch nicht angewöhnt an das Trinket. Also irgendwie sind wir immer noch keine Freunde. Aber viele von euch sagen, das ist so ein schleckerli Item, Holly. Warum nimmst du es nicht mit? Das ist schleckerli meckerli. Okay, dankeschön. Bombsaki, das ist jetzt okay. Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Kommt her. Happy, happy gibt es. Esst meine Mürmelchen. Esst meine Mürmelchen. Alles klar. Oh Gott. Ach, fuck. Egal, wir hatten eh schon den Devil Deal. Mit drei roten Kisten. Also ist wieder der Angel Deal vorprogrammiert. Ist wieder der Angel Deal vorprogrammiert. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. So, ja, jetzt nimm. Trau dich, nimm das Geld, wenn es dir gegeben wird. So. Okay. Während meiner Konfirmation war das irgendwie voll eigenartig. Jetzt, wo es gerade um Geld geht. Eine Konfirmation. Als man das so gut wie alle nur ums Geld gemacht hat, ne? Auf jeden Fall in der, wie nennt sich das? In der Abschlussprüfung. Also auf jeden Fall da, wo du dann so getestet wirst und da. Da hat dann der Pastor irgendwie so einen 5-Euro-Schein hochgehalten und gesagt, oh, also der hat immer gelabert und dann 5-Euro-Schein hochgehalten. Oh, hey, das ist, verstehe ich nicht an Menschen, dass sie, wenn ich ihnen sage, dass sie meinen 5-Euro-Schein haben möchten, dann können sie ihn holen. Also los, traut euch doch, liebe Konfirmanden. Und ich dachte mir so, what the fuck, warum soll ich mir jetzt deinen 5-Euro-Schein holen, Mann? Behalt ihn. Und ja, dann ist aber einer von uns aufgestanden, hat ihn genommen und so. Und voll eigenartig, warum? Natürlich will er das. Also... Was wollte er damit beweisen? Vertrauen? Menschheit? Gut. Alles klar. Da ist der Boss. Hast du gut erkannt, Holly. Ach Mann, Devil Deal weg. Waren wir schon im Itemraum? War aber auch noch nicht, verdammt. Da könnte auch noch eine Überraschung sein. Bis jetzt war aber die Ebene so lala. Nichts Besonderes. Okay, lass mich hier rein. Ist ein blaues Herzchen? Okay, das ist gut. Auto-Jump haben wir noch. Scheiße, Mann. Ganz vergessen. Oh, oh. Habe ich das vielleicht ab und zu nicht eingesetzt, wie zum Beispiel bei der Bombe da hinten? Oh, oh, ich Dödelchen. Ich habe mich verplappert wahrscheinlich. Ach, komm. Die hole ich mir jetzt auch. Sonst kann ich nachts nicht mehr schlafen. Alles klar. Aha. Konnte ich sie echt nicht holen? Doch, na klar, Mann, du Dödel. Okay, Magic Mushroom haben wir schon, aber da könnt ihr auch Tears Up. Okay, ich weiß, wie die aussah. Weiß mit gelben Punkten. Weiß mit gelben Punkten. Da werden wir gleich zu einem Maschinengewehr wieder, hoffentlich. So, wow. Gefährlich. Oh, das ist gut. Soul Generator hätte ich gerne ein bisschen früher gefunden. Aber besser zu früh als zu spät und nie. Was? So. Das ist sehr gut, Mann. Ach ja, blaues Herzchen wollte ich mir holen. Ein blaues Herzchen zum Mitnehmen, bitte. Und vielleicht ist da eine Pille drin. Ich kann mich sogar... Ne, war keine Pille. Okay. Wir wissen jetzt, wie die Pillen aussehen. Weiß und dann gepunktet, gelb. Und die müssen wir uns jetzt holen. Hey, Goodie. Wupp. Ach, verdammt. Ich bin echt ziemlich gut im Ausweichen, habe ich das schon erwähnt. So. Das tut so gut, dieser Damage. Bye, bye. Ja, ich will eh nicht den Devil Deal. Tears und Shot Speed up.
Ist schon ganz gut, Mann. Ist schon ganz gut. Kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Wow, fuck. Okay. Das hat mich jetzt überrascht. Überraschung. Scheibengläser. Aber wir kriegen es. Nice. Okay, wir haben immer noch die Chance auf einen Angel Deal oder Devil Deal. Wir haben noch kein rotes Herzchen Schaden genommen. So sieht es aus. Ja, ja. Okay. Oh, und das neue Alligator-Lied ist draußen. Mm, ist das gut. Es spams irgendwie nicht so wie, wie, willst du mit mir Drogen nehmen da? Weil das war irgendwie so, bam, der kam wieder zurück nach seinen Schlaftabletten, Rotweinalben und was weiß ich. Und, hat dann plötzlich diesen, war plötzlich so bekannt und so, weißt du? Verstehst du? Weil ich habe den guten Alligator ja verfolgt, da gab, also, ich habe ihn mit dem Counter-Strike-Song entdeckt. Er kam mir frisch raus und dann habe ich ihn weiterverfolgt. Das Goldfieber. Musical, auf jeden Fall auschecken, falls ihr es nicht kennt. Auschecken, ey, voll den Slang habe ich schon, ne? Ich bin schon ein Ghetto-Rapper, ne? Ein richtiger Ghetto-Rapper. So, den habe ich rauf und runter gehört früher. Seine alten Alben, Schlaftabletten, Rotwein und alles mögliche. In Gottes Namen habe ich tatsächlich nicht so wirklich gehört. Das war das einzige Album, wo ich dachte, meh? Also hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Aber war wahrscheinlich ein Fehler. Ich will das haben. The Hanged Man, okay. So. Wir könnten da unten rein, indem wir Leben verlieren. Aber ich würde dann erstmal ein blaues Herzchen finden oder sowas. Ja, das wäre schon echt toll. Health up, okay. So, leider kein Angel Deal bekommen, aber das ist kein Wunder. Die kommen ja relativ selten. Okay. Ich habe bestimmt richtig viele blaue Steine übersehen, aber es ist verdammt dunkel. Sagte er, und nachdem er das Spiel runtergeschraubt hat, die Helligkeit. So ein Dödel, ne? So ein Dödel, dieser Holly. Ich mag Anti-Gravity-Tears. Ich mag die echt. So. Da ist bestimmt ein blaues Herzchen drin, hoffentlich. Oh, da ist ein blaues Herzchen gespawnt. Und wir haben einen Kollegen, Rotten Baby, hi. Nein, das noch nicht, warte. Das auch noch nicht. Wobei, das könnten wir kaufen für Notfall halt. Das hier vielleicht noch. Den Rest lassen wir liegen, beziehungsweise gibt es hier einen Opferungsraum vielleicht? Da kann man dann sein Leben ein bisschen verlieren. Einmal schauen, 10 Minuten, Cave 2. Okay, das ist gut. Wir könnten auch wieder den Boss verschaffen. Sind gut in der Zeit. Okay. Triple Penis Entertainment, das war ja sein Album, sein Label. Und der Alligator hat ja früher, der hieß ja früher, also Alligator, der hat uns alle getrollt. Alligator hieß die Band und er hat dann gesagt, ey, wir bestehen aus Kaliber 69 und aus DJ Deagle, der die Beats macht. Aber DJ Deagle existiert gar nicht. Alligator hat selbst die ganzen Beats gemacht. Und das ist voll verwirrend. Ach ja, der war schon früher ziemlich Töfte. Ziemlich Töfte. Okay. Nicer Dicer. Haben sogar miteinander geschrieben, weil ich dann entdeckt habe, hey, das ist doch Bremen, wo du das gedreht hast. Und er hat gesagt, ja, und dann war's das. Ba, ba, ba. Wahrscheinlich sagt er auch jedes Mal, ey, dieser Holly, wow, ich habe mit ihm geschrieben. Ne, der weiß gar nicht, wer ich bin. Zu der Zeit habe ich gerade frisch das Internet entdeckt. So. Jetzt haben wir Leben verloren, jetzt können wir da rein. In den Raum und mal abchecken, was da abgeht. Wir haben hier nichts, gut. Go, 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 go. Go, go, Gadgetto, vielleicht kriegen wir ja auf... Oh, fuck, hätte ich mich hier... Warte mal, dann machen wir das so. So machen wir das. Okay, sehr schön. Jetzt bin ich zufrieden. Wobei ich noch mein Leben verlieren würde. Falls wir auf Babylon bekommen und für solche Momente wie... Ich will in diesen Kampfraum. Und jetzt haben wir auch noch Money. Wir könnten ihm noch ein bisschen Geld geben, aber... Ich glaube, aus dem Boss-Rush könnten wir... Jetzt sind die Geheimräume offen. Ah! Oder der eine nur. Den hole ich mir noch. So viel Zeit muss sein. Leider keine Tiersapille. Ja. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. So. Und hier rein. Telepille immerhin. Okay, was ist das hier? Lemon Party und Bombs Aki. Yo, ich will mehr Schlüssel.
Ich will viel mehr Schlüssel. Na, wo ist die Tierschapille? Ich meine, die Fire Rate ist ziemlich geil, aber da geht noch was. Da geht noch was. Ich habe übrigens ein grünes T-Shirt an. Ist es jetzt auch transparent? Es ist schwarz. Wer kennt das Logo? Das ist von QWERTYs. Zelda. Link. Oh Gott, aus Zelda wollte ich sagen. Aus dem Spiel Zelda. Das ist das, was ich sagen wollte. Depth XL. Ach, das ist jetzt bitter. Das jetzt bitte. Jetzt entwickelt sich langsam der Run zu... könnte doch problematisch werden. Autsch. Vor allen Dingen, weil wir so viel Leben haben. Dagger's Purity. Einmal einsetzen für das blaue Herzchen. YOLO MODA DOLO. So, woppa. Ja klar, habe ich mit den Arschbacken Schlüssel benutzt. Natürlich. Okay. So, und jetzt komm runter, Mom. Sehr schön. Die nächste bitte. Danke. Das heißt, es Itemräume suchen. Zwei Stück. Da ist der Boss. Okay, das ist schon mal sehr gut, dass wir den gefunden haben. Aber wo ist der? Oh Gott. Das war super gejumpt übrigens. Nicht. Hey, verschwinde du da unten. Oh Gott, so. Itemraum, sei bitte hier in der Nähe, sonst wäre es ein Altraum. Ich hoffe, Bombebene wird kein X-Erlebnis sein. Wobei, dann hat man es einmal hinter sich und muss nicht nochmal machen. So. Perfekt. Die Pille war bestimmt irgendwas Eigenartiges. Setze ich aber ein. Paralyzes. Nehme ich das hier mit. Und das hier auch noch. Setzen wir einmal ein für hoffentlich eine Tier-Supplement-Party-Pille. Okay. 14 Minuten. Gut. Wir bräuchten jetzt echt etwas, womit wir uns rausporten können. So eine Telepille zum Beispiel. So. Nice, ein Itemraum Nummer 1 hat Stranger Tractor, Magnetic Tears. Ey, das spiele ich sehr gerne mit Anti-Gravity Tears. Das wird jetzt richtig unterhaltsam. Das wird jetzt richtig unterhaltsam. Oh fuck. Das wird jetzt richtig lustig. Ah. Das wird jetzt richtig lustig. So, wir haben beide Räume, ne? Wir könnten jetzt eigentlich zum Boss. Außer wir checken noch alles ab hier. Irgendwie so halbwegs. Zum Rausporten. Ich dachte, das wäre eine... Okay, ich dachte, das wäre eine Telepille. Ich dachte, die wäre auch rot. Naja. So, kommt her. Ihr blöden Superform. Wow. Dankeschön. Health up. Limone Party. Komm hier zur Party. Autsch, verdammt. Ja, das kann ich mir holen, aber dann sind wir arschlangsam. Jo, jetzt geht's aber los hier. Das sind echt fiese Gegner, die hier spawnen. Fiese, miese Gegner. Sehr schön, zerstört. Ja, was suche ich hier noch? 15. Wir könnten noch ein bisschen die Ebenen abchecken. Vielleicht hier so ein bisschen die Totenköpfe sprengen. Vielleicht droppt da noch eine... noch eine Joker-Karte oder sowas. Nur würde ich gerne in einem Raum springen, wo die nebeneinander sind. Ja, und kommt der. Auf Wiedersehen. So gut, so gut, so gut. Und ich sollte weniger HP-Upgrades jetzt mitnehmen, damit ich Platz für blaue Herzchen habe. Weil so leicht werde ich sie jetzt nicht los, wegen den Angel, die jetzt wahrscheinlich kommen. So. Hahaha. Nicer Dicer. Okay. Der explodiert, da muss ich aufpassen. Ja genau, heb's auf. Na, gibst du mir was? Yay! Du bist ein Schatz. So. Das macht Spaß, Mann. Jetzt noch Säumel, was? Dann geht's aber ab hier. Dann geht's aber ab hier. Gut. Das holen wir jetzt. Ah, ich bin so ein Held. Ich denke mal, ja, rüberhüpfen, dann verschwende ich keine Schlüssel. Und dann, upp, Arschbackenschlüsselverwendung aktiviert. Das würde eigenartig werden, glaube ich. Ich lasse es mal liegen. Sehr schön. Danke. Na, ich will es gar nicht. Na, komm. Gut, 17 Minuten. Okay, jetzt sollte ich mich ein bisschen beeilen. Vielleicht ein Ticken. Ganz bisschen. Nur ein Ticken. Ein Ticken Beeilung. Habe ich mich schon in den Geheimraum reingesprengt? Nee, ne? Und hier können wir auch mal. Tour of Hearts. Nope. Ich will mein halbes Herzchen behalten. Dankeschön. Dankeschön. Ach, lass mir liegen.
Ja gut, dann schauen wir mal rein. Vielleicht machen wir den Boss Rush einfach, weil es lustig ist. Komm her, mein Großer. Komm her, mein Großer. Bewegen wir deine Masse mal. Na, wie gefällt es dir? Angenehm, was? Ich wünschte, jemand würde mich so bewegen. Oh, Jesus, Juice, nice. Okay, let's go. Kein blaues Sternchen, Steinchen in Sicht. So gut. Wieso dreht die sie nicht durch? Da, 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 da. Auf Wiedersehen. Okay, das ist mein Devil Deal. Und wieder nur rote Kisten. Ich dachte, wir werden schon Guppy. Hey, ist das hier vielleicht eine Telepille? Bumpsack Key. Ach, komm. Rage Down. Gut, ich gehe mal hier. Warte, vielleicht das hier noch sprengen. Vielleicht kann man sich damit raussprengen. Rausporten. Ey, da ist Pisse. Nein, das ist... Doch, das ist Pisse. Guck mal, die wollte ich haben. Hier ist ab Knockback. Das ist ja cool. Habe ich sie bekommen. Da muss ich jetzt... Das Anreiten wäre vielleicht besser, dieses All-Stats-Up-Teil da. Dieses SMB-Fan. Aber, ey, ich wollte dieses Item. Jetzt habe ich es bekommen, also hole ich es mir. So, komm her. Verwandeln wir mal den Boss-Busch in eine kleine Party. Na, komm jetzt her. Komm jetzt her. Wow. Wow. Wie ich dich hasse. Komm her. Friss mich. Friss mich. Sehr schön. Und die nächsten. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Oh, die halten aber ganz schön viel aus. Unser Damage, der stimmt noch nicht ganz. Da können noch ein bisschen besser was, ne? Da könnte noch ein bisschen besser werden. So. Mal schauen, was wir noch kriegen. Junge, die Lokis drehen immer voll durch. Die Lokis. Die Lokis kann man echt in die Lochis ver... Die Lokis kann man in Lochis umwandeln, umpixeln eigentlich. Haben wir auch immer zu zweit da. Nerven. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. So, komm her. Okay. Rein mit euch, richtig. Ach du Scheiße, die Liege war jetzt ein bisschen eigenartig platziert. So. Na, Wiedersehen, die nächsten bitte. Wow, da ist einer. Junge. Das ist schon ein bisschen gefährlich, aber wir haben zwei Leute, die mir blaue Herzchen geben können. Also ist das nicht so gefährlich. Mann, die Devil Deals waren ja richtig kacker. Gravity Tears, Magnetic Tears, und Brimstone, da hätten wir schwarze Löcher. Mit Kohle noch. Hätten wir schwarze Löcher bauen können. Verdammt nochmal. Ja. Na, würden Sie bitte jetzt zu mir kommen? Jau, nicht so. Riesige Perlen. Ich mag die Farben von Magnetic Tears, deswegen nehme ich sie auch gerne mit, weil sie dann so cool silber aussehen. Au, oh, what? Mann, ist... Pin in der Mitte gespawnt oder was? Voll der Scheiß. Jetzt kommt gleich diese Maske, das wird lustig. So, danke fürs Geld. Und die Maske und alles Mögliche. Junge, 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 Junge. Ist die. Okay, das Herz ist tot, sehr schön. Ja, easy going, Mann. Ja, ja, ja. Sehr schöner Run. Sehr, 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 sehr schöner Run. Okay. Sehr gut. Ups, 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 ups. Die Sensen, die kennen keine Grenzen. Die wollen mich zerstören, aber das hat sich nicht zu gehören. Was? Wo ist das Ding? Da. Ich muss die Dinger ja nicht suchen. Die kommen ja zu mir. So. Komm, spiel Pac-Man. Waka, 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 waka. Okay. Na, ihr habt euch sehr wacker geschlagen, Mann. Muss ich schon sagen. Nein. Nein. Fui, ba, i. Kriegen wir den D100 einfach da drin? Leck mich am Arsch, ey. Mann, shit. Könnt ihr ja machen und dann rerollen. Ne? Mal gucken, was ihr bekommen hättet. Wahrscheinlich auch wieder Laser. Irgendwie bekommt man immer Laser. Wenn man es rerollt. So. Auf ein Damage-Upgrade haben wir ja noch die Chance. Und zwar, Na, sag schon, den Stein, den könnten wir noch finden, aber ansonsten sieht das eher bitter aus, ne? Wir haben halt die Chance noch auf einen Devil-Angel-Deal, keine Ahnung, was uns jetzt gegeben wird.
Alter, wie er weggenockt wurde. Der Knockback ist schon sehr geil. Zack. Hangman brauchen wir nicht, weil wir so schon überall hinhupfen können. Ja. Hinhupfen. Uns fehlt noch ein Guppy-Item, ne? Wir haben schon zwei. Ja, in der goldenen Kiste könnte das letzte sein. Guppy's Head. Oder in der roten Kiste. Ja, Guppy könnten wir noch werden. Das war dann der 100%ige Sieg. Also dann kannst du mir nichts erzählen mit, oh, wir werden das vielleicht nicht schaffen. Also wenn ich dann sterbe, dann hänge ich meine Eisekarriere an den Nagel. So sieht's aus. Hier ist eine Sackgasse. Verdammt. Ich dachte, es ist der richtige Weg. Nein, will ich nicht. Mist. Mist. Dann wahrscheinlich irgendwo hier hin. Ich muss mich gar nicht zu den Gegnern rüber bewegen. Ah, guck mal, wie der eigenartig rumgesogen wird. So. Kommt her. Na los, kommt her. Hier wartet der Tod auf euch. Guckt her. Guckt her. Ups. Und die nächsten. Das ist schon ziemlich geil. Man kann mit Anti-Gravity Tears auf jeden Fall Spaß haben. So, man muss aber auch echt gut ausweichen können. Man muss das schon verstehen. Eieiei. Da. Töten wir jetzt aber mal ganz schnell. Und wieder Sackgasse. Oh, guck mal hier. Kein HP-Upgrade. Nee. Und Relic gibt auch irgendwie keine blauen Herzchen mehr. Was ist denn da los? Und der Item, der Bossraum ist wahrscheinlich irgendwo da unten. Nee. Mann. So. Nice. Okay, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber dafür, wir hatten eh Schaden bekommen. Ne? Ach, verdammt, darf ich nicht machen. Verdammt, hör auf damit. Ich denke mir nur, helft dann gut. Mitnehmen. So, jetzt sieht es schon sehr schlecht aus. Ich sollte aufhören zu schießen auf ihn. Und ihn erstmal rauskommen lassen, hallo. Erstmal begrüßen, nicht gleich töten hier. Dankeschön. Okay. Natürlich. Relic, könntest du mir ein paar blaue Herzchen geben, bitte? Okay. Okay. Ja. Nehme ich mit. Wow. Ja. Das ist eine Ebene, ey. Das ist eine Ebene. Ha, verdammt nochmal. Jetzt kommt Uhuru 2. Oh, fuck. Wie hat er mich erwischt? Ich blieb doch stehen. Verdammt, ich bin zu groß wahrscheinlich, ne? Meine Hitbox ist zu groß. Ich brauche jetzt Herzchen und alles Mögliche, damit mir Dark Bomb auch was geben kann. Leute, lasst uns doch mal jetzt zusammenarbeiten. Bitte. Schon wieder Münzen. Was ist los mit mir? Warum sind wir heute so geldgeil? An dir spiele ich. Bitte nicht sterben. Oh, danke. Sehr nett von Ihnen. Da. Mhm. Danke. Ach, guck mal. Geheimraum, in den Zacke-Zacke-Raum. Crazy. Herzchen. Verdammt, schon wieder keine Herzchen. Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein schlechter Scherz hier. Oh, wieder keine Herzchen. Schlechter Scherz, sag ich ja. Telepilz. Nehmen wir die mal mit. Die Telepilz. Vielleicht können die uns helfen. Vielleicht porten die uns in den Errorraum. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich gewesen. Heilige Scheiße. Zum Glück hatten die einen 4-Effekt. Wieso habe ich einen 4-Effekt? Ach ja. Wegen den 4 Shots vielleicht. Ja, klingt irgendwie logisch. Aber auch irgendwie nicht. Ich brauche Herzchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gehofft, dass ich getroffen werde und ich habe es irgendwie geschafft. Okay, warte mal. Lass uns mal die Teile hier springen, aber vorsichtig. Ein schwarzes Herzchen, sehr schön. Ach ja, ich bekomme weniger Herzchen, weil ich ja dieses blöde Trinket habe. Aber wenn sie kommen, dann habe ich solche hier. Okay. Und wenn sie kommen, dann habe ich schwarze. Gut. Ich könnte das Trinket ablegen. Vielleicht hätte ihr da mehr rote Herzchen und dann hätte ich mehr Dark Bomb Action, ja. Ja, so sieht aus das. Guck mal, habe gemerkt ich das.
Hier in den Error-Raum wäre kacke, weil dann porten wir uns in den Devil-Deal. Oder beziehungsweise können nur zu Satan. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt, wir haben das Polaroid mitgenommen. The Land können wir demnächst mal wieder besuchen, klar, keine Frage, aber jetzt nicht. Oh, Junge. Oh, Junge. Ich behalte jetzt diese Schokobar. So, geh weg, ich will mehr rote Herzchen. Spawnt mehr rote Herzchen. Das ist peinlich. Der wird ja gar nicht bewegt. Na, geht doch. Lager ab, okay. Ach, wir haben ja Gapistel, stimmt ja. Merke ich irgendwie nichts von. Ah, ein super Gapistel haben wir jetzt heute. Wieder mal. Ein defektes Gapistel. Oh, hallo. Okay. Dann hier ist ein... Nein, doch nicht. Ich dachte, da war ein Regenbogen-Kackhäubchen. Oh, Mann. Ich dachte, da war echt eins. Meine Augen drehen durch. Ich sehe Regenbogen-Kackhäubchen überall. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich da hingepupt vor Aufregung. Auf Wiedersehen, Mann. Stirb einfach nur. Danke. Und rein hier. Hoffentlich bekommen wir jetzt ganz viele rote Herzchen. Und der Demon Tail Dingsbumskirchen war wirklich daran schuld. Let's go, Mann. Let's go. Curse of the Unknown, okay. Wir wissen nicht, wie viel Leben wir haben. Wer will das schon wissen, was? Ist doch voll unnötig, zu wissen, wie viel Leben man hat. Das wollen auch nur Noobs wissen, oder? Nur Noobs wollen das wissen. Okay. Ein Herzchen. Ein Blaues. Jawohl. Fängt schon mal gut an. Ja, gib mir Money. Okay, gib mir das nicht. Wobei, doch. Falls wir Money equals Power finden, können wir direkt. Ne? Und aus Münzen mehr machen. Können wir direkt aus Münzen mehr machen. Alles klar. Der Boss muss irgendwo da sein. Da hinten. Der Relic ist aber auch echt irgendwie so ein Arsch, ne? Ich glaube, der Relic hat auch weniger gespawnt wegen diesen blöden Tail. Ach, verdammt, okay. Das war dann also doch nicht so gut, das mitzunehmen mit meiner Combo. Aber ich glaube, wir könnten da jetzt rein, ne? In den Zacke-Zacke-Raum. Wir haben jetzt ein paar blaue Herzchen gefunden. Nicht wenig. Lock up. Komm schon, Error-Raum. Tu es. Tu es einfach. Aber er will noch mehr. Er ist halt gierig. Das sind zwei. Egal, wir werden alle eingesogen. Oha, oha. Kann ich sie jetzt auch runterziehen hier? Jawohl, guck dir das mal an. Ja, ich fühle mich wie ein One-Piece-Charakter. Mit irgendwie, keine Ahnung, mit so einer Kraft. Alles anzusaugen. Wie Fujitora. Gravity und so, versteht ihr? Voll geil, Mann. Ich bin Fujitora, Leute. Au, wie viel Leben habe ich noch? Scheiße, nicht mehr viel. Oh Gott, Isaac wird gleich ein dickes Problem, habe ich das Gefühl. Isaac wird gleich ein richtig dickes Gefühl. Richtig, was? Richtig dickes Problem, meinte ich. Thermishead. Okay, das stelle ich mir witzig vor. Oh, nice. Eine kleine Rettung. Beziehungsweise, oh fuck, hier ist ja nicht der Boss gewesen. Wo ist der? Irgendwo da rechts. No. Oh, guck mal. Und dann werden die so eingesogen. Bababababab. Oh, das will ich mal testen. Das will ich einmal testen. So, aufgeladen und jetzt einmal testen. Ansonsten, How to Jump ist, glaube ich, dann noch ein bisschen, ein Ticken besser. Ja klar, die werden eingesogen davon. Cool. Was ist jetzt besser, ey? Abel! Natürlich ist Abel besser. What the fuck? Der ist irgendwo da? Als ob, Mann. Was sind das für Wege? Aha. Scheiß drauf. Einsetzen. Wow, jetzt geht's aber los. Ja, fliegen. Ah, wir könnten fliegen. Polaroid-Effekt weg. Ich nehme das nicht mit. Alle da einsaugen. Ey, das ist gar nicht mal so schlecht. Verdammt, Auto-Jump oder Thermishead? Ich weiß, Thermishead hatten wir schon oft, aber... Mit dieser Combo ist das gar nicht mal so schlecht, ey. Hat es was Besonderes?
Aber ich hätte gerne echt den Polaroid-Effekt, deswegen nehme ich jetzt das Fliegen nicht mit. How to jump, Mann, ich vermisse dich jetzt schon. Boom! Wie geil ist das denn? Komm, öffnen, wir haben ziemlich viel Glück hier auf dieser Ebene. Hier, ich komme mir vor, als wären wir auf der Chest-Ebene. So viele Items, wie hier spawnen. Rein da! Wie geil. Oha. Oha. So einen Bettler hätte ich gerne in der Chest-Ebene, komm schon. Was spawnst du, wenn man dich tötet? Okay, gut. Danke, 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 danke. Rein mit euch. Rein mit euch. Kann man auf jeden Fall schon richtig viel Damage ausrichten, wenn man nur mit Thumbisset einmal ploppt. Das ist sehr gut. Wie immer eigentlich. Thumbisset OP for President. So. Kriegen wir noch einen kleinen Buff unsere Tränen, sodass sie noch ein bisschen stärker sind. Crazy Maisy Lady. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr gut platziert. Ich dachte, er wird runtergesogen. Oh, ach du Scheiße. Und Feuer! Au. Ach ja, wir haben ja Nonnenhaube. Wie geil ist das denn? Jetzt geht's los hier. Ach du Scheiße, jetzt wird er rumgeportet. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg mit ihm. Nice, okay. Weiter geht's. So, jetzt sag mal, wie viel Leben ich habe. Sag es mir, bitte. Sag es, tu es. Hör's auf der anderen und du bist ein Arschkuh. Immerhin sehen wir, was wir für Items hier bekommen. Alter, mit Parasite noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, ist das vielleicht die beste Combo jetzt, wenn ich das hier so rumschieße und dann das einsetze? Irgendwie nicht. Ich dachte, irgendwie kann ich mehr spawnen und mich dann schützen, während ich hier rumfliegen. Aber gut. 10 Bomben nehmen wir mit. Dann bleiben wir mal bei Tammys Head. Oha! Mann, ist das eine gute Combo. Oh, das ist fast so... Oh nein. Macht das nicht sogar HP ab? Das ist fast die gleiche Combo, wie Yana sie hatte letztens, als ich auf Twitter da was gepostet habe. Ui, nur bei Yana ging sie noch mehr ab. Ui! Yana! 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 Mom! Mom! Mami! Mom! Mama! Mama! Ma'am! Mom! Ja, guck mal, ich habe auch so eine Combo, wie sie durchdrehen. Gucken das mal an, wie sie hier so wegfliegen. Warte, gleich. Da. Der kann sich leider nicht bewegen, der ist ein bisschen zu kolossal. Einen Moment bitte, warte. Du musst hingucken, Yana. Nimm's mit, Dagbam. Los, tu's! Danke. Jetzt passiert, guck mal, Tammys Head und die werden schon eingesunken. Und jetzt kann ich auch noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel das hier. Und dann bin ich auch so ein bisschen rumgeflogen. Hängst du es auf dem Kühlschrank auf, wenn ich das ausdrucke? Ja, oder? Okay, sehr schön. Sehr gut. Ach ja. Auf Wiedersehen. Ich liebe den. Oh, My Reflections. Wie sieht denn das jetzt aus? Oha, das wird jetzt noch verwirrender. Oha. Oha. Das ist ja geil. Die fliegen jetzt mit mir... Ach du Scheibenkleister. Und nochmal einsetzen. Ey, das ist eine brutale Kombo, Mann. Ich mag sie. Komm, nimm mit. Anti-Gravity Tears. Down, Geheimraum. Hier, irgendwo. Sehr schön. I love this combo. Jetzt noch Set Bombs, was? Heilige Mutter. Set Bombs, Tummy Set dann gleichzeitig einsetzen. Dann werden aber hier ordentlich Leute rumgeportet. Finde ich aber jetzt nicht gut, dass die My Reflections also jetzt rumfliegen. Meine Tränen. The fuck? Hä, wieso haben die so eine kurze Range? Hä? Habe ich 3-Dollar Bill oder was? Wieso haben die jetzt, guck mal, auf einmal so eine... Hä? Ach, warte mal. Ich laber scheiße, kurze Range. Ich schieße ja nicht mal, ich schieße ja nur so. Ich war nur ein bisschen verwirrt, weil... Alter, das sieht mega gut aus, Mann. Wow. Wow, mit Golden Touch auch noch. Zack, zack, zack. Kurz vergolden. Vergolden wir. Leo Stumpy, jo, nehme ich mal mit. Hat jetzt keine großen Nachteile. Nur wie viel Leben habe ich noch, Mann? Kommt schon.
Ich möchte jetzt nicht plötzlich abkratzen. Suddenly abgekratzt. Hab ich gerade das Herzchen aufgehoben oder eher? Lemon Party, okay, nehmen wir mit. Alter, mit Spoonbänder auch noch. Jetzt geht's aber los, Mann. Jetzt geht's aber los. Das ist ja... Okay, ich bin gespannt, Mann. Endlich mal wieder so ein cooler Run. Ich hoffe, er gefällt euch, oder? Spoonbänder, was bringt das jetzt? Die fliegen auf den Gegner zu. Junge! Es fühlt sich an wie Schlammcatchen. Leute, das ist eine coole Combo. Richtig geil. Ich freue mich, hier alles mitgenommen zu haben. Kann man schon Spaß haben mit. Ui. Alles klar, Leute. Das war's mit Isaac. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Ich weiß nicht, wann ihr es guckt. Guten Morgen und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Ciao. Bald kommt Soma. Amnesia 2.